Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Carry.tio. Ich bin natürlich wieder nicht allein unterwegs, Sinn der Sache. Bei mir ist der Andy aka Ginger Ninja. Sag doch mal hallo. Ja, hallo. Und wir haben das ganz kurz nach Schulschluss. Anscheinend in Bayern werden die Kinder früher losgelassen. Ich weiß nicht, was sie da unten haben. Nee, wir haben Ferien. Oh Gottchen, Ferien. Wann hatte ich denn sowas zuletzt? Das ist hier Ewigkeiten her. Oh, da fühlt man sich ja gleich wieder so alt. Oh, hör auf. Ich bin alt, ich weiß, ist scheiße. Ich meine, irgendwann wird man irgendwie nicht mehr jünger. Das ist traurig, traurig, traurig. Ja, ja, ich spiele als Gentleman Cho'Gath. Ja, ich weiß, like a Sir. Auf der Top-Lane, wahrscheinlich gegen Ruff Garen. Mein Lieblings-Garen-Skin eigentlich auch. Und wie es jetzt aussieht, ja, ich werde wohl mit, wenn ich das so richtig sehe, dass ich da oben einen Garen habe, mache ich das ganz billig. Fange einfach mit 5 Pots und einer Rüstung an. Weil wer geht ständig im feinen Hemd Tee trinken? Ne? Also, wenn, dann machen wir jetzt komplett den Sir. Du fängst beim Blue Buff an, denke ich mal, ne? Ja, ja, natürlich. Weil Jax im Early Game im Jungle, das ist ohne Blue Buff nicht wirklich gut. Finde ich zumindest. Ja, ja, also dann skillen wir mal unseren Silence. I kill you. Ja, ich habe mein E genommen. Ja, nee, ich nehme immer den Silence als erstes, als zweites dann den E. Um lasten zu können und den Q als letztes. Ich skill auch den Schrei als erstes komplett hoch mit Cho'Gath. Echt? Ja, ja. Weil ja, der trifft besser halt, ne? Ja, klar. Weil die meisten machen Q und dann E, glaube ich. Aber ich mache immer Q und dann W, wenn ich Cho'Gath spiele. Weil ich spiele AP Cho'Gath und da bekomme ich da einfach die meisten Burst. Ich spiele so Tank AP eigentlich, immer so, ja, mit, ja, genau. Stab der Zeitalter und so ein Kacken. Ja, ja, genau, sowas halt. Und dann mit Rileys Kristallzepter halt wegen dem Silence, dann ist das richtig mies. Jo. Dann kommt ja auch nichts mehr. Slow dann dazu noch. Ja, ja. Flash Ignite ist klar, zusammen mit der Kombi für meine Ulti dann, dass ich da oben halt auch mal was kaputt kriege. Aber ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Ich werde wohl irgendwo mal öfter mitganken müssen. Gerade gegen den Garen halt. Ja, und Mitte haben die. Ach ja, genau, G. AP, G. AP, G. Ja gut, den einfach wegzumammeln wird ja kein Thema sein. Ja, vor allem in Teamfights. Ich meine, wir haben 1, 2, 3, 4. Ja, also ich kann 5 Sachen. Wir können ihn alle gut unterbrechen mit seinem Heal. Wir haben 5 Sachen im ganzen Team zum Unterbrechen, also von dem Heal. Das sollte kein Problem sein. So, noch ein paar Sekunden und dann macht die Diana hoffentlich was Vernünftiges und dann schreit ich da ein bisschen mit rein. Schön ausweichen, dass man keinen Schaden bekommt. Ist auch immer nett. Ja, also jetzt machen wir Smiteless? Nee, ist egal. Okay, ich war nur ein Vorschlag. Hätten wir Smiteless machen können? Ja, egal. Brauche ich nicht. Garen ist schon da oben fleißig am Machen. Hat sich ein Doran-Schild gegen mich gekauft, warum auch immer. Ja, vorgeschlagene Start-Items. Ja, und er ist am Auto hitten. Tatsache. Ist dann wahrscheinlich wie aus meiner Liga ungefähr eher. Weil ich wurde gestern von Bronze 3, glaube ich, war das, auf Bronze 4 runtergetan. Oh. Was ich total lächerlich finde, weil ich war auf 86 Punkte, also noch ein Sieg, dann. Noch überaggressiv. Ja. Also noch ein Sieg, dann hätte ich diese Promotion Games da gehabt. Ja. Und dann habe ich einfach 8-mal hintereinander Teams gehabt, wo du nichts mitmachen konntest. Also da hatte ich dann zum Teil mit Shen, das war das Krasseste einfach. Da hatte ich 8-1-26, ja, glaube ich, oder 25, und mein Team hat verloren, also das geht halt dann irgendwie nicht, finde ich. Na, das Garen ist aber gut aggressiv gerade schon. Ja, ja, dann werde ich nach Red mal hochkommen, wenn der am Pushen ist auch. Naja, der pusht halt gut. Ja. Ich könnte mal seinen Heal ein bisschen unterbrechen einfach. Ja, die Passive. Ich nehme ja immer gerne Yorick gegen Garen, das finde ich ganz gut. Ein guter Counter. Aber du hast ja als erstes gekriegt, ne? Du musst es auch rennen. Oh. Ma, ah, ja, ist auch. Naja, er hat mich versucht, Tower zu diven. Ja, die 100 Gold sind dann auch egal. Vor allem, weil du hast mehr Creeps jetzt schon. Über den Garen, also das ist ja, ja, nicht schlecht. So, ich kaufe mir jetzt ein bisschen Mana. Nehmen wir noch einen. Ich halte schnell top, dass die Minions da wegkommen. Nehmen wir noch 2 Wards mit, das ist auch noch ganz praktisch. Warum habe ich Xinder gerade bei den Golems gesehen? Keine Ahnung. So ein Dreck, ey. Aber dass sie da unten, Jetzt ist Xinder unten, was ist denn das für ein Schmarrn?
wieder ja, ich wollte es nur gesagt haben für die da unten. Naja, das war echt komisch jetzt. Also er meinte aber, der Garen gerade so ein Early Tower Dive zu machen zu müssen. Ja. Dass er dabei drauf geht, war doch irgendwie fast zu warten. Ja, ja. Wenn Early Dives, dann APG oder sowas wie. Ja, der ist wieder da, er hat sich gleich mal ein bisschen Rüstung mitgekauft. Warum Rüstung gegen Cho'Gath? Ist das sinnlos, oder? No, gegen mein Auto hilft halt, ne? Ja, okay, aber. Ich meine, Cho'Gath macht schon mehr Damage mit seinen Spells als mit Auto-Hits. Ja, ja. Er hat halt nicht das Problem mit dem Mana. Ja, das ist halt. Weil Garen, finde ich, ist ziemlich stark im Moment. Also, ich finde, den müsste man irgendwie so balancen, dass er entweder Energie oder Mana bekommt, weil sonst die ganze Zeit gratis Spells ist halt dann doch ein bisschen blöd. Ja, ja. Okay, ich sollte es lieber nicht wieder. Ja, jetzt frisst er mehr Schaden als ich. 3 Tower-Hits für einen Kuh. Ja, das ist immer praktisch. Jetzt darf er sich erstmal ein bisschen im Gras verstecken. Ich laste hier in der Zeit meine Runde. Oh ja, genau. Ja, das Fiese an Garen ist halt einfach, er kann hinlaufen zu dir mit der Kuh. Wenn er die drauf hat, dann bist du gesilenced. Und dann kannst du nichts machen, dann bekommst du seinen halben E sowieso ab. Also. Ja, aber. Sag mal so, ich halte die Minions jetzt einfach hier. Ja, klar. Warden wir mal, nicht dass sie gleich irgendwie in Zinn steht. Oh ja. Und da ist er schon. Überlebst du aber. Ja, ja, ja. Zinn verreckt gleich noch gegen Minions hier. Ich hab mich gleich mal hoch. Komm gleich mal hoch und schau, ob ich den abfangen kann. Der Garen hatte, glaube ich, keinen Award zu wählen, wenn ich mir die Items anschaue. Nö, nicht wirklich. Warum hat der 5 AP? Achso, Ignite. Und diese Combo, ey. Ah, du bist noch nicht 6, gell? Und nee, ich hab keinen Red Buff. Nö, ist doch nicht schlimm. Rennt er jetzt halt. Aber dass er mal ein bisschen Präsenz gespürt hat hier. Ja. Ah, G ist schon 6. Und die Diana ziemlich low. Muss ich gleich mal hingehen. Nicht, dass da noch ein Unglück passiert. So, jetzt habe ich meine Ulti. Na, verdammt. Ah, oh, G hat geflasht, ist okay. Sechs Minuten hat Flash Cooldown. Ne? Ja, genau. Quiet! Om nom nom. Garen. Xin ist wieder Bot. Ja. Die könnten halt locker diven, weil Sona Half-Life ist. Tarik hat schon allein durch seine Passiven da ordentliche Rüstung. Alter. Oh, jetzt habe ich Diana gar nicht gefragt. Ja. Was willst du denn, ey? Du bist lustig, Garen. Weißt du, dass ich einfach mampfe? Nom nom nom. Ja, ich könnte ihn gleich einfach mampfen. Aber am besten schmeckt immer noch ein Baron oder so. Und kein Garen. Oh ja. Komm mal von hinten. Na, brauchst du nicht. Ich habe keinen Mana, da kommt aber ein Yi. Ah ja, ich seh's. Ich habe aber keinen Mana für ein Ulti. Ja, ja. Ja, geht wieder weg. Ist okay. Ja, Garen farmt sich da oben. Du musst nur halt jetzt dann mal den Garen kurz ein bisschen abhalten, aber nicht dran sterben. Das halt nicht, dass er einfach komplett durchpusht. Ja, hat er so ein Ulti? Ja, müsste er. Okay, dann muss ich aufpassen. Ja, ein bisschen aufpassen muss man immer. Das ist so die Sache. Oh, bin ich krass, ich habe eine Mini geschmaltet. Ah, schade, ich hätte gedacht, ich bekomme ihn noch in Tower Range mit meinem Stun. Na, das macht er ganz gerne manchmal. Bleib jetzt gleich einfach da und versuche ihn gleich zu stunnen, wenn du siehst ja, wie ich komme. Ja, ja, ich sehe schon. Wenn er gleich jetzt weiter pusht, dass du ihn dann irgendwie gestunnt in dem Moment stunst, wenn er mal wieder irgendwie zu weit rangeht. Jo, wenn er mal wieder doof wird.
Oder wenn du zu beiden Nagel so jetzt hast. Eigentlich. Das war fast ein bisschen zu spät, glaube ich. Aber der ist tot. Der ist. Oh. Ja. So viel Damage? Na, ist ja nicht schlimm. Der ist tot. Ja, okay, stimmt schon. Jetzt lassen wir meinen Farm wieder. Jo, natürlich. Ich gehe jetzt mal mit, würde ich sagen. Das ist, wenn man halt overextendet. Ja. Oder seine Gastfreundschaft länger benutzt, als man eigentlich geplant hatte. Ja, das war jetzt total leichtsinnig von ihm, weil er hat gesehen, dass ich da war und er müsste ja mit der Zeit rechnen ungefähr, dass du wieder da bist, also. Naja. Und G-Spot, dann kann ich hier doch nicht ganken. Auch okay. Ah, da ist... Der G ist die ganze Zeit hier bei mir im Jungle. Na, guck mal, wer hier oben ist. Ah, eigentlich Sinn. Naja. Und hier ist ein G. In 19 und 10 Sekunden habe ich noch meine Ulti. Oh, jetzt gibt's gleich G-Salat oder was auch immer. Verdammt. Jetzt habe ich unnütz geflasht, aber den killen wir noch. Ah, das wollen die das gleiche wohl. Und Draven bekommen wir auch noch, das ist schön. Ah, da ist Garen wieder. Und Draven hat geflasht, wir bekommen ihn doch nicht. Ah doch, Diana ist auch noch da. Garen geht auch total auf Death. Gut. Mal wieder schön drei Kills hier unten abgesahnt. Ich glaube, wir können den Tower machen. Ah, nee, mach mal Drake. Dann bauen wir mal ein paar Stacks auf. Ja. Da sieht man dann nachher auch mit Cho'Gath nochmal die schöne Busch-Logik. So. Jetzt habe ich meinen E aus Versehen geskillt. Neiger. Stimmt, Xin dürfte man mal im Red sein. Ja, ich glaube, den kann ich schon lassen, weil der hat Probleme, Bot. Ja, Garen hat jetzt auch langsam Probleme gegen mich, weil mein AP-Schaden zu viel wird. Das heißt, hat gewardet, Fluss ist gewardet, hat er. Okay, dann muss ich durch der Ehren-Jungle gehen, wenn ich nochmal hochkomme. Demnächst. Ja. Muss erstmal ein bisschen farmen, ich bin ein bisschen... Okay, nur hinter der Zone eigentlich, aber... So, wann hol ich meine Laterne? Na komm, ja. Meine Laterne hätte ich schon, auch gut. Oh, hi. Die ist hier. Verdammt. Aber SS hat sie, ja, hat sie geschrieben, aber ein bisschen... Ja, ist eine Weile her. Ja. Ich geh mal wieder kurz top. Minions aufhalten. Im Tower. Dass die nicht komplett durchpusht. Oh, Diana ist da, das hab ich nicht mitbekommen. Gott, das war jetzt schlecht von mir. Und ich bin zu langsam hinterherzukommen. Aber wenn er jetzt nicht noch einen Kill kriegt. Ja. Yeah. Sind beide Half-Life, ich könnte mein Glück ja mal probieren. Oh, ja, der geht back und Garen geht top. G, nee, kann ich nicht halten, zu riskant. Ah, den Garen könnten wir uns holen. Okay, ja, komm ich. Er hat keine Ulti. Jo, meine Mana reicht noch für Sprung und Stun. Hab nur geschaut. Na. Halt, da ist er gewartet, verdammt. Ja. Vergesse ich manchmal. Aber bis jetzt sieht's eigentlich ganz gut aus. Ich denke, das können wir gewinnen. Gewinnen können wir auch noch gut gewinnen. Ja, okay, wir sind ja eigentlich auch vorne, also. Diana soll jetzt mal hierher kommen. Garen hat keine Magie. Jetzt ist der dumme Blut auf hier. Like 2000 Gold. Oh oh. Oh, der Corki, der spielt gut, das ist echt. Und ich hab da. Ah, nee, G bekommen wir zu killen. Wahrscheinlich wieder. Ja. Kann passieren. Was holt man eigentlich heutzutage auf Jax zuerst? Gunblade oder Trinity? Ich würde sagen, fast Gunblade. Okay.
Weil ich spiele im Moment Jungle eigentlich nicht so oft, fast nur Top und Mitte. Ja, Garen. Ich hoffe, man hört mein Klicken nicht. Man hört es mehr als deutlich. Verdammt. Aber ja, weil mein... Das Mikro vom Headset ist kaputt gegangen. Oh ja, hier kommt wieder hoch. Ja, das ist nervig. Aber eigentlich könnte ich die Yi futtern. Eigentlich. Na, da ist er wieder. Ist er im Busch? Nee, nee. Yi ist wieder Garen, das weiß ich nicht. Ah, da ist er. Ach ja, geworden. Ah, er steht am Tower. Ist der weggegangen? Hörte sich dann an. Ja, stimmt, hat mal. Ah, jetzt ist die Diana ein bisschen zu früh drauf. Okay. Oh, pushen wir mal den Tower. Und Gia hat wieder geflasht. Also auch wegen deinem E, wenn du den Tower angreifst und er dahinter steht, dann greift ihn nämlich ja. Den Tower. Ja, deswegen ärgere ich gerade den Sinn der Runde. Achso. Ja, ich kann also, ich sag mal so, das habe ich schon raus. Ja gut, jetzt sind Sinn und Dings wieder oben. Garen ist auch wieder hier. Okay. Sind die beide Mädchen. Wieder hier. Warte, Xin ist oben, was hat der gerade für Buffs? Keine. Okay, dann guck. Er hat sich jetzt ein bisschen Magieresistenz gekauft, der Garen. Ja, jetzt gibt's hier Mitte gerade fettes Gemetzel. Gut, der ist tot. Und jetzt bin ich wahrscheinlich halt noch tot. Bleib doch am Tower! Ja. Ich hätte gedacht, der G-Dings bleibt stehen und healt. Das war jetzt ein bisschen schlecht von mir. Aber ich glaube, du kannst den G killen. Achso. Was macht denn der für einen Schaden auf den scheiß Turm? Gut. Den könnt ihr auch killen. Oh Gott, Garen pusht auch. Ja, natürlich pusht er. Ja. Dann gehe ich mal schnell top. Ja, ich gehe jetzt auch da oben wieder hoch. Den würde er wahrscheinlich bekommen, bevor wir da sind. Kann ich mir vorstellen. Nee, dazu müsste er mehr pushen. Naja, ich meine, sein Q macht halt eben mal 200 auf dem Tower. Ja, der ist weg. Aber jetzt kommen wir zu viert, da kommt er nicht weg. Doch, der ist schnell. Dreier Boots und Q, ja klar. Er hat auch gerade instant geflasht, hast du es gesehen? Ja klar, der hatte auch Hexen. Ich habe auch Double Buff. Axin hat jetzt nur Red. Aber der hat mich, glaube ich, gekillt. Halt, nee, ich hatte gar keinen Red. Guck mal hier. Zu Xin. Ah, hi Xin. Und hi G. Ich komme. Ja, Sohn hat mich gerettet. Jetzt sind sie halt zu dritt und wir sind zu vier. Nee, zu fünf sind wir. Wow. Oh, ihr geht da drüben. Ist da drüben, ne? Mhm. Hättest du, glaube ich, eher zu uns rennen sollen. Achso, bist schon weg, okay. Okay. Garen ist auch tot. Ja, ein netter Ulti, Garen. Hat mir fast Schaden gemacht. Wollen wir schnell Tower einreißen? Wie sieht das denn aus? Naja, das ist noch fast voll, oder? Na, den bekommen wir aber. Naja, den kriegen wir auch. Schmeiß noch einen Pott rein. Ja, ich habe auch noch welche. Kann ich auch machen. Oh, wenn der kommt, fertig, Mann. Okay. Aber da kommt noch mehr. Ja, aber ich bin ja, zu tanky dafür. Tanky genug auf jeden Fall. Ja. Wir können den Tower eigentlich einreißen, der kann das nicht verteidigen. Ja. Einfach den E ausmachen. Ja, genau, kann man ja machen bei Schubert. Oh, weg. So. Guck mal noch bei der im Red vorbei, dass ich wenigstens die Vision drüber habe. Weil Xin hatte sich den ja geholt. Okay, Tarik bleibt hier stehen, das war jetzt gut gemacht von ihm. Und Garen ist wieder da. So, mein Stab der Zeitalter. Das haben die dann hauptsächlich AD-Damage eigentlich, ne? Außer den Yi halt. Ja, die haben. Ja, und. Tarik macht, glaube ich, auch AP und Garens Ulti ist doch auch magischer Schaden, oder?
Nicht, dass ich wüsste, ich habe mir jetzt trotzdem erstmal Ninja Tabbies geholt. Naja, ich habe auch einen Ninja Tabby Schlüssel. So, und als nächstes jetzt mal noch ein bisschen Live-Rack. Ich mache jetzt meine Dings hätte. Ich glaube, ich mache jetzt erst Warmox oder erst Rileys, ist jetzt die Frage. Weil ich werde eigentlich nur mit Rileys und Dingscepter arbeiten, denke ich mal. Schaffte Zeit, Alter. Ja. Das reicht eigentlich für Shogard. Vielleicht, ja. Vielleicht noch eine Büsselzepter, das wäre auch noch cool. Ja, genau, dieses Ding da. Ich hoffe, Diana checkt, dass ich Blume. Okay, sie checkt. Ah, immer noch ein paar Stacks sammeln. Ich bin Shogard, ich brauche Life. Aber ich finde, der beste Shogard-Skin ist immer noch der mit der Musik. Ja, ich finde den immer am besten. Das ist ja auch ein legendärer. Stimmt, ja. Das aber ich finde Skins allgemein in dem Spiel, ich weiß nicht. Brauchen tut man sie eigentlich nicht. Ich gucke mich mal in der Mitte gerade darum. Ja. Ich gehe hier Bot, Garen, weil das gerade kommt, ja, die kommen da auch alle runter. Garen kommt da auch noch. Ja, ich bin so gut wie tot wahrscheinlich. Ah, spring weg. Ah, ja gut, du rennst. Ich hatte schon gut zum Wegspringen gemacht und hatte kein Flash. Es ging leider nicht mehr. Ja, ist klar, Kollege. Aber die pushen halt richtig hart, obwohl wir eigentlich vorne sind im Prinzip. Also es wundert mich eigentlich. Und der G hat halt jetzt schon ziemlich viel AP. Ich komme so schnell wie möglich. Okay, er ist tot. Ah, Diana ist auch tot. Scheiße. Ich komme. Warum geht jetzt da hin? Zum Homo? Ah, jetzt habe ich meinen Kuh nicht. Sonst würde ich jetzt Flash. Nee, lieber nicht. So. Ich kriegen sie halt nicht kaputt, ne? Ja, wir können Dragon machen eigentlich. Ich hab Phrase jetzt hier ein paar Sekunden ready. Ja, aber Xin ist tot, also ist es egal. Halt, nee, der ist nicht tot. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, der ist eben nicht tot, aber egal, den machen wir jetzt trotzdem. Ja, den dürfen wir schaffen. Also ich habe jetzt leider auch keinen Schmeid, aber. Ich habe in 5 Sekunden meinen Phrase. Lass mich aber fressen jetzt. Okay. So, jetzt habe ich nämlich alle meine 6 Decks. Stimmt, wir könnten mit der mal einweisen. Der wurde, glaube ich, noch gar nicht berührt, das aber. Shogard. Ich bin Level 14, hab 3k Life. Dafür liebe ich Shogard eigentlich so. Ja, oder auch Singed. Mit seiner passiven, da das Mana irgendwie Leben da auch noch dazu kommt. Okay, da wurde doch schon angelangt, der Tower. Naja. Hab mich verguckt. Machen wir weiter. Wir haben gerade eine Minion-Welle hier stehen. Ja, klar. Können wir eigentlich machen. Ah, okay, jetzt werden zu viele. Ja, ich komme weg. Ja, natürlich kommen wir weg. Ah, Garen. Muss die jetzt flashen, haben die Gnipe noch nicht abbekommen. Kann da auch nicht mehr mit reingehen. Gut, jetzt den G, jetzt den Graven. Gut, ich habe meinen Hextech jetzt endlich. Ein Kuh treffen, dann ist er tot. Wüsst, der war doch drin, oder? Ja, das hat ja nicht auch. Okay, aber wenn er jetzt hier hinläuft komplett, dann fange ich ihn da ab. Unten. Oh, mein Maus. Gut, geht wieder. Das nervt. Ich glaube, der läuft zu mir in Jungle. Na, ja, dann fangen. Nee, doch nicht. Okay. Auch okay. Oh Gott, Top pusht gerade. Dann machen wir jetzt Diana auch. Machen. Ja, geht du. Ja, geht. Diana sollte mal echt hingehen, ja. Ja. Na, was, go. Oh, da gibt's gleich Double Kill.
Oh, doch nicht. Haben die Magieresistenz? Oh Gott, Garen kommt auch. Ich sehe das. Kann ich, glaube ich, nicht mit reingehen, sonst kriegen sie noch Leckos. Ui. Die laufen immer noch da lang, weil ich aufs Wort gesprochen habe. So war das nicht geplant. Nee. Wir bräuchten, glaube ich, ein paar mehr Worte auf der Karte. Das ist alles gut. Mitte müsste mal verteidigt werden. Ja. Ich bin am Kommen, aber das können wir nicht verteidigen. Gegen vier, die würden uns halten. Auch wenn wir beide OP sind, aber. So, ich habe mein Rileys Kristallzepter. Okay. Das ist noch eine Varmox fertig gebaut. Oder sowas, keine Ahnung. Oh, scheiße, unser Booster. Mein gefrorenes Herz sollte ich vielleicht auch mal holen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder hochlanden. Ja, du bist ja verreckt. Und die Gegner haben Blue. Das ist scheiße. G hat der hier im Blue. Ja, ja. So. Hikes sind, danke für den Red Buff. Hikes sind, Schiss sind, danke. Ja, ich habe ihn weggeschmeitet. Also gehört sich das, ne? Und noch schnell Danke schreiben. So. Jetzt wird's richtig lustig mit meinem Rileys Kristallzepter. Na, der Xin hat ja unseren Blue gemacht. Ja, der Xin, das ist aber so ein Target, dass ich eigentlich sofort instant umhaue. Ja, klar. Die gehen schon wieder alle Bot. Ja, die machen Drache, oder wollen... Das nee, den, oh Drache. Fuck, da wollte ich jetzt nicht hinrennen. Oh. Hilfe, Aufsicht. Danke, Diana. Gucken wir doch mal. Oh ja, stimmt eigentlich. Die können eigentlich nicht wissen, wann er zurückkommt. Hier steht noch ein Garen drin und ein Draven. Wir sind alle hier. Ach, wir sind auch alle da. Gut, go, go. Und halt, genau. Und jetzt auf ihn. Okay, jetzt weggeflasht dann auch. Den da. Ja. Garen, ey. Der macht schon unglaublich viel Schaden. Das ist hart. Logisch, einfach darum. Corki kommt weg, glaube ich, so wie es ausschaut. Pass auf, da kommen gleich drei dir entgegen. Hast du Flash? Nee, hab ich schon verbraten. Okay. Naja, dann bist du. Das ist wahrscheinlich eher nicht die Liebe. Nee. Aber ich habe den Garen komplett da weggenommen. Wie kann das eigentlich sein, dass ihr den. Ich weiß es nicht. Der G war tot sofort. Draven war Half-Life, musste flashen und ist halt dann wiedergekommen. Das Problem ist einfach, dass Diana hat halt nur zwei Kills, also die macht jetzt nicht ganz so viel Schaden im Moment. Und hier, Corki hat halt irgendwie die ganze Zeit auf Ding drauf geschossen, auf Tarik. Und das ist halt dann blöd, wenn man Support focust. Eigentlich müssten wir mit unserem Team locker. Ja. Eigentlich müssten wir mit unserem Team locker Teamfights gewinnen, also das verstehe ich jetzt nicht. Ich auch nicht, deswegen. Weil wir haben. Crescendo heißt doch die Ulti von uns, ohne, oder? Ja, ich sag mal so, im Crescendo alleine müssten wir die halb tot kriegen. Eben. Ich weiß ja nicht, wer von denen das jetzt ist, der euch da so auseinanderrupft, also. Mir hat Draven richtig harten Damage gemacht, halt wegen seinem Q. Und Xin halt hochgeworfen und. Hey, da war. Ja. Okay, dann machen wir gleich. Wieder kein Schmeid, hab gerade einen Minion weggeholt. Aber ist okay. Hab ihn trotzdem. Nee. 25 extra Gold. Ich habe meine Ulti gerade nicht, weil ich muss mir erst wieder ein paar Stacks anfressen. Ja, ich habe meine. OG. OG. Okay, er hat geflasht und geultet. Dann können wir gleich hier machen, wenn die Minions kommen. Das dürften sie nicht verteidigen können. Oh, wobei. Ja genau, die Ulti von ihm, die hat krassen Damage gemacht. Weil die hat er dann, nachdem er geflasht hat, hat er
Und meine Maus spackt, da will ich nicht hinrennen, da will ich übrigens nicht... Hallo, hallo! Das mache ich nicht, das ist meine Maus, ich kann mich nicht bewegen. Ja. Naja, natürlich. Ich wollte ihn eigentlich wegrampfen. Shit. Was soll denn das? Ja. Ist doch immer das Gleiche, ey. Also, sie haben alle halbes Leben. Ja, meine Maus ziemlich. Kann gerade gar nichts machen. Ich steck die mal lieber schnell aus und ein. Keine Ahnung, was da los ist. Jetzt müsste es wieder gehen. Ja, jetzt geht sie wieder. Sonst geht sie nach einer Sekunde oder so wieder, aber jetzt ging gerade gar nichts. Jetzt mal scheiße. Aber passiert halt leider. Der G setzt halt nie seinen Stundenblaster ein. Das ist einer der Vorteile, die wir haben. Ja. Wieso, wieso haut ihr denn nicht einfach alles kaputt, Leute? Die sind alle die ganze Zeit auf mich gegangen, ey. Ich meine doch die anderen. Ich bin gerade erst gekommen, deswegen konnte ich da nicht viel machen. Und da sollte ich jetzt eher wecken. Oder YOLO. Ja, YOLO. Oh, alle gestanden. Ja, das war jetzt aber auch gerade wirklich YOLO von euch. Ja, die bekommen wir aber auch. Nee, gut. Den haben wir. Da kann ich jetzt nichts machen. Ach, Sona ist draufgegangen. Wo war die? Der Fokus AD Carry. Ja, das ist wahr. Ja, versuche ich ja die ganze Zeit, aber hey, Halleluja. Ich bin immer alleine. Ich stehe da alleine, fange den ganzen Schaden ab. Ja. Ich werde gleich ein bisschen Tanky kaufen jetzt nach Trone Peak. Oh, wenn die da bleiben, machen wir sie tot, ey. Was, wo? Ach, Minions. Aber ich verstehe es irgendwie auch nicht, weil der hier Draven hat. Okay, mehr Farm hat er, aber ich meine, 4 Kills sind dann doch ein bisschen mehr als den Farm, den er mehr hat. Da ist keiner. Wie schnell ist denn der? Das gibt's doch nicht. Die sind weg. Ja, wir könnten es echt probieren. Ja, wenn die Diana kommt. Ich warte hier schnell oben. Ja, wir brauchen hier vor allem Wards, ja. Ich hab mein Smite. Und meine Maus geht wieder. Einigermaßen. Und wieder nicht. Und geht wieder. Ist halt kacke, wenn das in Teamfights passiert. Oh, eine Ulti. Naja, hat er aber gemerkt, dass da nichts war. Ja. Garen steht schön auf dem Wort. Musste heute mal nachschauen, was mit der Maus los ist. Gibt es bestimmt im Internet. Sonst muss ich mal eine neue anschaffen. Garen pusht top. Ja, der Tower ist dran. Oh Gott, warum? Warum hocken die da zu zweit im Busch? Ich frage ja, warum nicht? Ja, okay. Wir müssen deffen. Wir haben gerade Baron gemacht und haben unsere Basis offen gelassen. Dass wir jetzt deffen mussten, dass die jetzt irgendwo kommen und sagen, hey, wir holen euch eure Sachen weg, war doch klar. Ja, aber ich meine, die sind ja nicht hier gesessen, sondern die sind da gesessen, wo es die Zone gebordet hat. Ja, so eine Ulti für einen. Anstatt der rennt. Ja klar, G kommt immer weg. Und sie hat ihn eh nicht, das kann sie vergessen. Ah ja. Na, ja, ich zieh mich mal zurück. Ich habe nur 4k live. Wir können einfach G nicht fokussen, sonst können wir Spaß jedenfalls. Triple? Nice. Na. Der ist zu schnell. Ja. Obwohl der auch nur 2er Boots hat, ist Tarik zu schnell. Ja, da oben.
Gott, das ist schon wieder so ein Spiel. Das ist ja, klar ist das so ein Spiel. Boah, mein Stun kann Minions killen. Nee. Ich habe 5k Life fast. Ich habe nur 3 Stacks, also. Ich brauche mal wieder einen Stack irgendwie. Und 202 Rüstung. Ich lass mir mal einen Minion gerade stehen. Ja, ich lass dir mal. Achso, ich wollte jetzt eigentlich einen großen stehen lassen. Oh, hat man Smite nicht. Jetzt wollte ich den kleinen smiten. Denkt, die haben Dragon schon gemacht. Ja, natürlich haben sie. Dürften sie gemacht haben, während wir Baron gemacht haben. Stellt trotzdem mal an Bord. Ja, das kam aus ihrer Basis eigentlich, die Ulti. Achso. Ach ja, stimmt. Der Draven hat ja Baron geholt. Aber trotzdem, also die haben nicht dann gemacht, aber sie haben ihn gemacht, das ist auf jeden Fall klar. Ja. Oh ja, jetzt wollen sie unten dich. Hab mein Kuh gleich wieder ready, da kommt ich weg. Nee, da gehe ich nicht hin. Teamfight, Teamfight, Teamfight. Ja, nicht einzeln. Wir müssen einfach alle da sein. Was macht denn Zona da? Ups. Ich gedacht, ich hatte meinen Stun oben. Und hat die Garen Ulti abbekommen. Aber den Fight dürften wir gewinnen. Oder wo ist die Corki tot? Gut. Wie sie alle für dich flashen und dich trotzdem nicht down bekommen erstmal. Ja. Ich hatte 3 Leute auf mir von denen, ne? Ja. Also ich kann mir echt nichts vorwerfen gerade, Leute. Also ich muss echt sagen, also wenn ich da 3 Leute beschäftige. Schade. Hat eigentlich gut angefangen das Game. Hat ausgeschaut, als würden wir uns gewinnen. Ja, kann man jetzt nicht ändern. Ja. Naja, würde ich mal sagen, GG. GG, ja. Das war's dann mal wieder für Carry da Tio, mal wieder ein Loose eingefahren. Mit Cho'Gath, den ich eigentlich bannen sollte, wohlgemerkt. Ich weiß nicht, warum man Cho'Gath bannen sollte, außer als übelst live hat. Das ist so, als würde man Olaf bannen wollen. Okay. Nein, das war's mal wieder von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.